Ja. Sie würden feststellen, dass die Nackenmuskeln nicht verkrampft sind. Das ist üblich, Todeskampf und so. Ich gehe mal nicht ins Detail, aber das ist sehr, sehr unangenehm. So, langsam die Luftröhre abgeschüttelt. Das bedeutet? Ich muss mir die Sache erst von innen angucken. Luftröhre, Nackenwirbelgewebe und so. Aber es ergibt bis jetzt eben kein stimmiges Bild. Er wurde zuerst getötet und dann aufgehängt? Möglicherweise? Ja. Oder er hat muskelentspannende Präparate verschrieben bekommen. Das wäre weniger geheimnisvoll, aber auch eine Erklärung. Ich weiß von Beta-Blockern. Na, dann ist unwahrscheinlich. Ärzte mischen Relaxantien nicht gern mit Beta-Blockern. Zu viele Nebenwirkungen. Hm. Und wenn ich die Wahl hätte, Strick oder eine Überdosis Beta-Blocker, also ich müsste nicht lange überlegen. Es wäre also einfacher gewesen, wenn er sich mit seinen Tabletten umgebracht hätte. Ja. Und viel, viel angenehmer.